Freunde, was geht? Ich laufe hier gerade durch die Gegend und den habe ich getroffen, Maxi. Wir haben uns jetzt fast drei Jahre nicht gesehen. Wie geht's dir? Gut, selber? Ja, alles bestens, danke. Wer Maxi nicht kennt, sollte dir auf jeden Fall auschecken, weil dieser gute junge Mann hat uns 500 Euro damals gespendet in München für ein richtig dopes Freestyle-Turnier. Heute ist er natürlich auch da. Was erwartest du von der heutigen Show? Abriss ohne Ende, Beleidigungen, Abriss. Das neue Format hast du abgecheckt mit Battlemania? Ja, sehr geil. Sehr geil. Endlich wieder A Cappellas. Ja. Battlemania ist back. Gute alte Rapper-Mittwochzeit. Freue ich mich drauf. Okay, und du bist jetzt extra aus München hierher gefahren? Ja. Wie lange warst du unterwegs? Boah, wie lange sind wir jetzt gefahren? 4,5 Stunden. 4,5 Stunden, um einmal bei Top der Takeover zu sein. Nehmt euch da dran ein Beispiel. In Leipzig und neben mir steht Jackson. Jackson, wie war die Anreise nach Leipzig? War okay, so ein bisschen längere Fahrt, aber ist in Ordnung, ist kein Problem für mich. Ist kein Problem. Ein anderes Problem, das sich heute ergeben hat, war auf jeden Fall Kane. Was sagst du dazu? Hat super gerappt, hat super gebattelt, hat auch verdient gewonnen. Ja, weiß nicht, cooler Typ, so hat verdient gewonnen. Bist du etwas enttäuscht, dass du nach 2 Jahren direkt in der Vorrunde rausgeflogen bist? In der Vorrunde rausfliegen ist jetzt nicht so was Neues, das haftet mir schon ein bisschen länger an. Aber ja, vielleicht war ich einfach nicht gut in Form. Vielleicht, wie gesagt, war nach 2 Jahren oder das erste Mal wieder auf der Bühne. Und ja, war einfach besser, so passiert. Cool, dass du das so siehst. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dich wieder zu sehen, dich auf der Bühne zu sehen. Werden die Fans auch wieder Jackson 089 öfter sehen? Ja, bestimmt. Ich hoffe doch so. Kommt drauf an, welche Städte und wie man Zeit hat, aber gerne, warum nicht? Alles klar, in Frankfurt haben wir eine Freestyle-Mania. Ich glaube, da können wir mit dir rechnen. Freestyle ist sowieso die geilste Disziplin von allen. So, von daher auf jeden Fall. Frankfurt ist eine geile Stadt, geile Crowd. Das muss ich aber heute ehrlich sagen. Die Crowd, weiß ich nicht, was heute los war. Die war nicht nur bei mir allgemein, so ein bisschen tot, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich kenne Leipzig eigentlich als sehr geile Stadt von 2020. Aber heute war die Crowd, ich weiß nicht, was war. War nicht so laut. Okay, das ist krass. Hier wird die Crowd von Leipzig gefrontet. Ich glaube, da müssen wir mal Chrom fragen, was er dazu sagt. Chrom, ich sehe dich da im Hintergrund. Ja, kann ich jetzt in den Vordergrund kommen? Ja, komm mal bitte in den Vordergrund, da wo du hingehörst. Chrom, du warst heute nicht aktiv, außer in 2 Battles. Und Jackson meinte, die Crowd war lahm. Was sagst du dazu als Patriot? Ich bin erstens kein Patriot und zweitens sage ich aber, die Crowd war am Start, egal, die waren on fire. Ich fand sie dope, die haben geile Stimmung gemacht, so, die hatten Bock. Es waren nicht so viele wie sonst immer, aber nichtsdestotrotz haben die ordentlich Alarm gemacht. Ich würde eher andersrum behaupten, die Battles hätten noch ein bisschen geiler sein können. Das stimmt, hundertprozentig. Die Battles hätten um einiges geiler sein können, das stimmt. Ich habe nur gesagt, ich fand die Crowd im Vergleich zu 2020, wo ich das letzte Mal hier war, war um einiges krasser, finde ich. Also von Lautstärke und Reaction und so. Ja, ich finde es halt immer so ein Wechselspiel so, ne? Also so wie halt die MCs oben wirken, so viel Energie kommt von unten wieder zurück und wenn unten viel Energie kommt, dann kannst du oben wieder besser wirken. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Cypher 2-mal gebattelt. Ich war mit der Crowd Reaction total zufrieden. Also ja Mann, Digga, hat sich übelst gut angefühlt. Bist du mir böse, wenn ich sage, ich fand, für deine Verhältnisse war das eine sehr kleine Crowd Reaction. Ich hätte mir 10-mal so viel erwartet. Nee, da bin ich dir nicht böse, hast recht. Nein, Quatsch. Also, oben hat es sich gut angefühlt, aber währenddessen, wenn man da zugange ist, so beim Battlen, so, du kriegst es ja immer erst im Nachhinein mit. Gia. Okay. Gia hat sich fast aufs Maul gelegt. Und Flake hier hat sich fallen auch... Hier fallen die MCs. Aber die Crowd ist nicht gefallen. Die Crowd ist nicht gefallen. Nee, also ja, klar, es gibt wahrscheinlich immer mal so ein bisschen Lautstärke, Pegel, Unterschiede oder so, aber die hatten Bock, so, die waren heiß. Am Ende, ich hätte mir wirklich noch ein paar heißere Battles so gewünscht. Es liegt natürlich am neuen System, so, ich hätte auch gerne mitgebattelt, aber ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, mich vorzubereiten. Und wenn, dann kommst du richtig und willst ein paar Texte bringen. Schlecht, unprofessionell, Anfänger. Ja, Digga. Aber ich bin halt zum Supporten vorbeigekommen, so wie LBB zum Beispiel auch. Und das finde ich cool, dann lassen sich die Gesichter blicken. Und die haben sich halt gefreut, dass wir trotzdem da waren, so, und deswegen war cool. Ich habe einfach Hexer in der Crowd gefunden. Hexer solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Krasser MC. Wie hat dir der Abend gefallen?
Ey, mega nice. Ich gucke ja immer schon Top 2 Takeover schon länger, auch Rapper Mittwoch, YouTube. Ich bin ja so ein YouTube-Nerd, da habe ich alle Battles geguckt. Deswegen ist echt was anderes, die mal live zu sehen. War auch sehr nice, mal Chrome zu sehen aus Halle. Sehr nicer MC auch. LBB kam ja leider nicht. Aber LBB war da, aber er hat nicht... War da, genau, er war da. Aber leider hat er ja nichts gemacht. Aber war trotzdem sehr, sehr nice. Ich habe sehr gefeiert und vielen Dank für die Einladung. Warum hast du nicht gebattelt? Keine A-Cappellas, keine Texte, kein Bock. Kein Bock. Warum tust du das der Crowd an? Die haben so laut LBB geschrien. Warum versetzt du ihnen so einen Stich ins Herz? Ja, keine Ahnung, was man so nach 2 Bier so alles macht, ne? Aber... Stichst du öfter ins Herz nach 2 Bier? Zwei Liter Bier, das war auf die Crowd bezogen, nicht auf mich. Ich bin heute tatsächlich nüchtern. Das ist krass. Laurenz, ich mag dich wirklich sehr. Wann sehen wir dich wieder aktiv? Jetzt gleich, ist doch nur Rap hoffentlich. Und wann auf der großen Bühne wieder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwann. In Frankfurt ist eine reine Freestyle-Mania. Schön. Komm doch vorbei. Ja, vielleicht. Wir haben ein Jahr vielleicht, mehr konnte ich nicht rausholen. Aber LBB, was steht sonst bei dir an? Gibt es endlich LBB-Songs? Nein, also keine, die man veröffentlichen sollte. LBB, bester Mann. LBB, LBB. Ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, dass du da warst. Fresh aus der Corona-Quarantäne, extra freigetestet für den heutigen Abend. Wann können wir denn mal wieder mit einem aktiven Chrom auf der Bühne rechnen? Ja, ich war ja jetzt zum Beispiel bei anderen Battle-Rap-Ligen auch aktiv. Wir können Support an Diltili aussprechen. Ja, okay, ich wusste nicht. Diltili war ziemlich geil. Also wir haben halt beim 9. Geburtstag gebattelt. Ich habe beim Splash gebattelt. Also ich bin schon aktiv so, es geht wieder los. Und ich habe gehört, dass Top Day Takeover auch so ein paar reine Freestyle-Events machen wird. Genau, und zum Beispiel in Frankfurt. Genau, muss man einfach hinkommen, die Leute wegmähen und wieder nach Hause fahren. So. Und das ist auf jeden Fall das, worauf ich Bock habe so. Ich werde immer vorbeikommen, ne? Also klar. Also darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Chrom mit seinem Rasenmäher aus Leipzig nach Frankfurt kommt. Und ich glaube, wir können gespannt sein. Der Akku ist wieder voll. Dein Konto könnte auch voll sein, wenn du LBB-Ketten verkaufst. Was ist los? Warum passiert das nicht? Habe ich keine Lust drauf. Ich würde das Original gern selbst besitzen. Ja, und somit meinen Schlüssel behalten, ne? Das kann ich verstehen, aber hier ist auf jeden Fall ein interessanter Gast, der hier einfach direkt ins Bild kommt. Du hast gerade vor dem Akkuausfall was gesagt. Kannst du das wiederholen? Naja, ich feiere teilweise die Punchlines, die LBB bringt und die müssen irgendwo drauf, auf jeden Fall, die müssen wir feiern. Nur teilweise? Ja, ist ja nicht immer im Takt, so gar keine Frage, ne? Aber die Punchlines... Echt? Ist mir neu, aber erzähl. Nee, aber die Punchlines, die kommen, die sind schon cool so, ne? Gerade spontan in einem Konter oder sowas, feierst du das wie Sau. Wie heißt du? Bobson. Bobson. Battlest du, rappst du auch? Ich rap selber, mach meine eigenen Beats, mach meine eigenen Texte, aber ja, im kleinen Kreis. Und du warst heute auch bei Top Tier Takeover? Ja, genau. Wie hat es dir gefallen? Wie war die Show? Ja, ich fand's mega cool, so am Ende... Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, so von der Länge her. Es hätte ein bisschen länger. Wie lange hätten wir denn machen sollen? Vielleicht noch eine Stunde, so. Das wäre cool gewesen, aber... Was sollen wir noch eine Stunde lang machen? Was würdest du dir vorstellen, passiert noch eine Stunde lang auf der Bühne? Professionellen, aggressiven Battle-Vibe. Mit welchen MCs? Und wie lange, wenn wir 8 Leute schon haben, wie sollen wir da eine Stunde noch füllen? Ja, das ist schwierig, gebe ich zu, aber einfach Leute, die Bock haben. Leute, die Bock haben, sind schwierig zu finden, oder LBB? Ja, schwierig. Einen wunderschönen guten Tag, TT Olli. Wie hat dir der Abend gefallen? Ja, war schön. Okay, und neben dir ist? Da ist der Andi. Der Andi. Der Andi ist aus Leipzig? Der ist aus Leipzig, genau. Sag mal so, Dorfkind. Ein Dorfkind, das sich Takeover gegönnt hat. Warst du zum ersten Mal hier? Nee, nicht zum ersten Mal. Also ist schon das 4. oder 5. Mal locker. Okay, also alle Takeovers und Rapper Mittwochs in Leipzig mitgenommen? Leipzig auf jeden Fall, ja. Es ging auch schon nach Berlin und so. Also es war schon, sag mal, auf meiner Reise recht erfolgreich. Also bist du ein richtiger Battle-Rap-Fan? Sag mal so, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Olli, hau eine Punchline raus, vielleicht weiß er sie. Ich schnapp mir dein Mädchen, ich nehme sie nicht mit Dildo, ich nehme sie mit Stäbchen. Das ist auch das, wo du das mit dem Reis geworfen hast, oder? Das ist das Battle. Aber ich komme gerade nicht drauf gegen Rainer Rapped, aber ich weiß, welches Battle auf jeden Fall. Da haben wir uns vorhin drüber unterhalten mit dem Reis. Mhm. Weißt du nicht mehr mit LBB vorne? Hä?
Nee, also es war gegen... Weiß ich noch, ja. TD Olli, wie hat dir heute die Toilette gefallen? Sehr angenehm. Ich hatte jetzt auch keinen Anschub von... War sehr sauber, war? Die Toilette war echt sehr sauber für die Verhältnisse. Ja, auf jeden Fall, nachdem ich drin war, auf jeden Fall auch noch. ich hatte keine Bauchschmerzen oder Magenkrämpfe, das hatte ich ja letztes Mal, deswegen hat man auch das Ergebnis dann gesehen. Aber ja, jetzt war tight auf jeden Fall die Toilette, auch konnte ich auch easy bei Waschbecken Zähne putzen und so. Und ja, genau. Das freut mich, dass du dir die Zähne putzen konntest, aber du hast ja trotzdem in der Vorrunde hast du von Dasha trotzdem auf die sauber gemachten Zähne aufs Maul bekommen, sozusagen. Mhm. Was war das für ein Gefühl, gegen die Frau zu gewinnen? Du kannst gerne ins Interview kommen, Joe. Wie war es in der Vorrunde rauszufliegen? Bist du sehr enttäuscht? Also, nee, eigentlich nicht. Also es reicht halt bei meiner Rap-Skills und meinem Battle-Rap-Skills reicht halt oft nicht aus. So. Also ich fand, dass ich Freestyle schon meine Steigerung gehabt habe. So, und wenn sie halt da im Freestyle gewinnt, dann habe ich keine Chance mehr, weil rappen kann ich halt nicht und deswegen halt auf Beat und Text ist halt schwierig. Und auch wenn sie da halt gefreestylt hat, so, hat sie halt trotzdem gewonnen und Dasha war eine gute Gegnerin. Ich glaube, dass ich halt gut abgeliefert habe teilweise und dann hat sie verdient gewonnen und ja, genau. Wunderschönen guten Abend, Dasha. Du hast es geschafft, du bist nach Leipzig gekommen, nach Berlin, deine zweite Show. Was motiviert dich, so weite Strecken für Battle Rap auf dich zu nehmen? Es macht einfach Spaß und ich hatte mega Bock mit der Truppe Trap, mit der Anne oder Alice zusammen hierher zu fahren und unseren Song auch zu präsentieren. Das war auf jeden Fall sehr schön. Yeah, der ist heute rausgekommen. Kein Bock. Dasha Feature Atropa Trap. Streamt die Scheiße. Das Musikvideo ist richtig fett geworden. Ist es. Gönnt euch. Aber ey, ich muss auch nochmal Props aussprechen. Mann, du battlest einfach echt gut, Mann. Wo warst du die letzten Jahre oder was hat dich zu Battle Rap bewegt? Boah, das ist voll die harte Frage. Das war irgendwie, keine Ahnung, das ist so einfach passiert. Das ist vor 6, 7 Jahren war ich irgendwie bei der brennenden Tonne. Man kennt das. Und da habe ich halt angefangen zu freestylen und Freestyle-Battlen, also beziehungsweise ich habe woanders bei Soul in the Hole damals in Köln angefangen zu freestylen und dann da halt zum ersten Mal gebattelt. Und mein erstes Written Battle kam dann erst später während Corona gegen Rolling G. Aber ich weiß. Und du hast auch gegen Triple Beat gebattelt? Ja, gegen Triple Beat bei Future of Battle Rap. Und das Rolling G Battle wurde leider gelöscht. Also es gibt's nicht mehr. Schade. Also wenn irgendjemand das kriegt und mir das schicken kann, ey, irgendein Hacker oder so. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Aber ich will welcher Liga war das? Das war, die heißen jetzt Battle of the Beast. Und vorher hießen die Battle Rap Cypher. Okay, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ich schau mal, was ich mit als Magda veranstalten kann. sehen wir dich jetzt noch mal öfter? Ja, in Münster am 9.12. auf jeden Fall. Da battle ich gegen Frozen. Und ich freue mich schon richtig drauf. Okay, Dasha spoilert einen Line-Up aus Münster. Übernimmt unseren Job, aber wir freuen uns. Was ist mit Freestyle? In Frankfurt ist reine Freestyle-Mania. Echt, das wusste ich gar nicht. Ja, Mann. Ja, dann muss ich eigentlich vorbeikommen. Das Ding ist, es ist der Geburtstag meiner Mutter. Okay, aber, die Mutter geht vielleicht doch vor. Aber meine Mutter wohnt in Frankfurt. Was ist das für ein Zufall? Oh mein Gott, ich schreibe dich plus eins auf die Liste und du schenkst deiner Mutter zum Geburtstag den Freestyle-Mania-Sieg. Okay, ich tue mein Bestes. Okay, wir haben ein Abkommen. Leute, die in Frankfurt wohnen, ihr wisst, ihr müsst Dasha gewinnen lassen, denn das ist das Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter. Yeah. Du bist mir gerade ins Interview reingestürmt. Joe, was geht? Wir kennen uns jetzt auch schon ewig. Ja. Und ich bin auch echt glücklich, dass du mir echt oft sogar geschrieben hast danach. Rapper Mittwoch ist geil. Also ich hab dir geantwortet. Ja, aber am Anfang sogar 2-mal geschrieben. Okay. Mein Potenzial wurde gesehen. Nee. Ja, safe wurde dein Potenzial gesehen. Du konntest es heute nicht so ganz unter Beweis stellen. Was war los im A Cappella? Ja, Texte, A Cappella, war nicht irgendwie so meins. Ich habe es eine Woche, glaube ich, früher mitbekommen. Ich wollte was schreiben, aber meine Performance hakt noch. Aber Stuttgart sehen wir uns wieder und da wird abgerissen. Okay, ey, wir sind davor noch in Frankfurt, da ist eine reine Freestyle-Mania. Echt? Ja. Ja, dann bin ich da wohl auch, oder? Sehr nice, dann schreiben wir auf jeden Fall wieder, ich antworte dir. Wie hat dir die Show insgesamt gefallen? Mega geil, geile Crowd. Ich bin allein hergekommen, geile Crowd, geile Rapper, geile Menschen. Liebe an euch alle, liebe an euch alle. Geile Session. Und jetzt muss gerappt werden. HDGDL, sage ich dazu nur. Kann ich mal sagen? Ja. Ich möchte noch viele Grüße an Franzi ausrichten. Gute Besserung auf jeden Fall. Die hat leider Corona bekommen und konnte nicht kommen. Aber deswegen gute Besserung und ja, danke für die... einfach so.
danke für dein Interview, danke für deine Sprache. Andy, wann sehen wir dich mal aktiv auf der Bühne? Ich glaube, das wird ein bisschen schlecht, weil das Lampenfieber, das kickt mich halt definitiv noch ziemlich krass doll. Also wird das jetzt, denke ich mal, an den nächsten Event nichts. Aber mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Aber du kommst auch wieder vorbei als Gast. Das definitiv. Also das werde ich mir nicht entgehen lassen. Sehr, sehr nice. Freut mich. Freut mich auf jeden Fall, wenn wir dich wiedersehen. Madeleine, das kriegt man hin. Magda. Magda. Oder Magda. Alles klar. Ja. Andy, grüß mir Leipzig. Machen wir. TT Olli, du bist wieder am Start, oder? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht die nächsten Veranstaltungen, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, dass ich noch ein bisschen an meinen Skills arbeiten kann, weil es reicht halt noch nicht. Und da muss man einfach hart an sich arbeiten und deswegen nehme ich mir noch Zeit an Rappen zu lernen, weil das geht immer noch nicht. Und nehme mir Zeit auf jeden Fall noch bessere Konter zu finden, Freestyle, einfach mehr Zeit zu nehmen, um krasser zu werden. Du bist auf jeden Fall sehr motiviert, das feiere ich. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass dich auch. Wunderschönen guten Tag. Ich habe ein wunderbares Geschöpf neben mir sitzen. Oh. Taisos, was geht? Du bist die Beste, Magda. Du bist die Allerbeste. Oh, und guck mal, da ist Rako Panzer. Rako, du könntest auch direkt runterkommen. Ey. Das, Rako kann direkt runterkommen. Du darfst reinkommen, Rako. Ja, easy, komm. Das hättest du auch nicht gedacht. Die Interview mal ist zu Interview. Boah, komm, wir sehen aus wie die richtig krasse Gang. Okay, Rako Panzer ist da, aber Taisos, wie fandest du den Track von Rako? Der Track von Rako war überkrass. Also er kam ja direkt nach mir und hat komplett abgerissen. So, ich dachte schon so, ich habe gut vorgelegt, aber er ging einfach nochmal eine Etage drüber. War krass, war sehr, sehr krass. Rako, wie fandest du den Track von Taisos? Den fand ich super, aber bei dem Gimmick müssen wir uns beim nächsten Mal vorher absprechen, Alter. Ja, das haben wir verkackt. Nee, habt ihr nicht verkackt. Nein, das Ding ist, dadurch, dass ich viel mehr geworfen habe als du, war das halt falsch rum. So, das ja, hätte, genau. Ja, genau. Das war falsch rum. Genau. Deswegen habe ich Textilien geworfen und eher Flyer. Aber mit Werfen kennst du dich ja aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dich auch mit Körben auskennst. Aber Taisos, was war das für ein Gefühl, diesen Track auf der Bühne zu performen? Es war unfassbare Erleichterung, so, weil jetzt war ja ganz lange nichts und ich habe an dem Album krass viel gesessen, sehr, sehr viel Zeit ging da rein, sehr, sehr viel Liebe geht da rein und das jetzt einfach mal so machen zu können, auf dem eigenen Beat und vorbereitet und wissen, was kommt, das war übertrieben erleichternd, das hat krass viel Spaß gemacht. Du hast auch unglaublich viel Energie da reingeliefert, habe ich gesehen, weil du warst danach ziemlich außer Puste. Sollten wir da vielleicht mal nochmal dran üben? Ja, ich muss, glaube ich, wieder joggen gehen oder so, dass ich ein bisschen mehr Lungenvolumen bekomme. Oder ein bisschen so. Mehr Körbe werfen. Ja, genau. Rako, bei dir war Puste in Ordnung, oder? Du hast eine krasse Lunge. Also, ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, Jägermeister mit Ginger Ale ist super. Für mehr nützliche Kochtipps abonniert mein Instagram-Profil. Und was war die Frage? Warum du nicht außer Puste warst nach deinem Track? Ohne Spaß, Schwester. Ich habe einfach... Schwester. Bruder. Mann, halt's Maul jetzt, Alter. Mal zwei, Alter. HDGDL. Mal zwei. Profi, Alter, was ist los hier, Alter? Nee, jetzt mal ohne Spaß, ich habe ein übelst trockenes Maul danach gehabt, so, und ich war schon froh, dass ich danach ein Wasser trinken konnte, so. Und dann Jägermeister Ginger Ale, abonniert mich für mehr nützliche Kochtipps. Einen wunderschönen guten Tag, es hat sich ein neues Ereignis zu tragen getragen, und zwar hat Alice St. Martin-like mit mir ihren Mantel geteilt, damit ich nicht friere. Auf der Bühne wurde es aber auf jeden Fall nicht kalt, denn da war es richtig heiß, als Alice und Dasha ihren Track performt haben. Was hat euch bewegt, so einen Track zu schreiben? Ja, also Dasha macht sehr gerne so viel Feminismus-Themen. Das ist einfach so eine Herzensangelegenheit für sie. Und sie hat einen Beat gefunden, den sie sehr gern haben wollte, der trappig ist. Und hat den vom Produzenten nicht kaufen dürfen, weil er den Text nicht mochte. Und daraufhin habe ich gesagt, mein Bruder baut dir einen Beat und wir kopieren den 1:1, wenn es sein muss. Haben wir aber nicht gemacht, wir haben was Neues gebaut. Und daraufhin hat Dasha mich wochenlang belästigt, bis ich einen Part geschrieben habe. Das habe ich dann gemacht. Dann haben wir einen schönen Track aufgenommen. Es ist interessant, dass sie dich belästigt und ihr darüber dann einen Track schreibt.
Ja, genau, das hat auch zur Inspiration beigetragen. Genau, und wir haben auch ein Musikvideo fertig gemacht, ist heute Nacht hochgeladen worden. Wir haben viel Arbeit und Herzblut reingesteckt und ja, ich hoffe, es kommt gut an. Taisus, das nächste Mal ein Auftritt mit Jägermeister Ginger Ale? Auf jeden Fall, Digga. Das nächste Album wird auch wahrscheinlich Jägermeister Ginger Ale heißen, aber das Album heißt jetzt gerade Unterschätzt so. Und ja, also ich habe den Drink schon getrunken von Rako. Ist auch sehr, sehr gut gemischt. Ich weiß nicht, wie kommen wir jetzt nach Hause? Wie wir nach Hause kommen? Na, ich habe ja nicht so viel getrunken. Und ich habe ja auch noch eine bessere Hälfte, die ich notfalls fahren kann. So, also wir schaffen es schon nach Berlin. Okay, so, Rako, du, ja, komm inzwischen meine Beine mit deinem Kopf. Digga, ich wollte mich eigentlich nur anlehnen, Alter. Okay, dann lehn dich an. Lehn dich an. Endlich. Wie fandest du die Battlemania so? Vor allen Dingen das Finale fand ich krass. Ey, ohne Spaß jetzt, ganz ehrlich. Wie hieß der Kollege nochmal? Diamonds. Der war richtig gut. In der Cypher fand ich den auf jeden Fall extrem. Am Anfang in der Battlemania war er auch noch extrem gut so. Aber leider hat die nötige Energie am Ende gegen Virus, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Ich glaube, der hat sich ein bisschen ausgepowert. Und der, jetzt ganz ehrlich, Alter, Virus hat einfach... 18 Jahre. Echt? Ja, so jung? Boah, Alter. Ey, ohne Spaß, Diamond, mach auf jeden Fall weiter, Alter. Da kann auf jeden Fall noch was werden, Alter. Ich fand, er hat richtig gut gekontert. So, da ist sogar einem sinnigen Lachen über die Lippen gesprungen. Ey, ohne Spaß, war geil so. Also diese Dings, diese komischen Fußballdinger, Alter, so, die sind halt für mich extrem ausgelutscht, erstens. Hat sich einfach bei Finch inspiriert. Und zweitens interessiere ich mich halt null für Fußball. Ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber rhythmische Sportgymnastik an. Vor allen Dingen, wenn Weißrussland antritt. Alter, weißt du, was du mal gucken musst? Das ist Synchronschwimmen. Wenn Weißrussland dabei ist? Keine Ahnung, ob Weißrussland Synchronschwimmen macht. Macht Weißrussland Synchronschwimmen? Ich bin da gar nicht drin in dem Synchronschwimmen-Game, es tut mir echt leid. So. Aber Weißrussland hat eine Basketballmannschaft, das kann ich dir sagen. Okay, das Interview mit Rako hat mir auf jeden Fall gut gefallen, mit dir auch. Aber ich würde jetzt sagen, ich gehe noch mehr betrunkene Menschen interviewen. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Magda, dein Name ist? Small One aus Berlin, ja. Small One aus Berlin. Du warst heute auch kurz in der... In Kasso Beats. In Kasso, wie unser Kameramann Kasso. Genau. In Kasso. In Kasso. Genau. Wie das Kasso-Unternehmen. Genau, Unternehmen. Hast du denn auch ein Unternehmen? Standard. Ich leite das Unternehmen und trage es mit meiner Kunst, die ich präsentiere. Und jeder kann sich gerne überzeugen, weil ich mache die Beats, produziere nebenbei und probiere natürlich die Leute auch zu pushen. Ja? Warst du das erste Mal bei Top Tier Takeover? Nö, ich war schon mal damals bei, da hieß es noch anders, glaube ich, Rap am Mittwoch oder so. Genau, Rap am Mittwoch, da war ich mit Homies da, mit Boba Z, der DJ von KIZ und anderen Leuten. Und da habe ich auch Kool Savas getroffen und da waren wir ein bisschen im Backstage. Und mehr war ich da nicht. Da war ein krasses Battle von Fresh Polacke. Fresh Polacke gegen den Nerd. Genau, auf jeden. Das war auf jeden Fall ein krasses Battle, aber wie hat dir der Abend heute gefallen? Ja, ganz super, nur wir sind hier ganz spontan gekommen, haben ja auch eine kleine Show gemacht nebenbei. Und ja, ansonsten eigentlich ganz super und dann mal sehen, was die Zukunft so bringt, würde ich sagen. Würdest du auch mal battlen? Nö, also wenn ich battle, dann bin ich meistens auf einem anderen Modus und dann will keiner mit mir battlen. Okay, aber jetzt ist noch ein bisschen Ist-Doch-Nur-Rap auf jeden Fall, das kannst du dir nochmal geben. Und geht's heute nochmal zurück nach Berlin? Ja, heute geht's wieder zurück nach Berlin, genau. Und gleich schauen wir mal, wie wir zurückfahren mit Homies oder... Alles klar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Heimreise. Danke dir. Ja. Und wir sehen dich vielleicht bald wieder in der Cypher. Immer wieder gerne, Standard kommen wir vorbei. Oder ansonsten schaut vorbei auf YouTube, auf meinem Channel. Und dann könnt ihr euch selber abchecken oder was da so geht. Perfekt. Battle-Rap-Freunde, das war die Battlemania in Leipzig. Wir hatten die Crowd-Reaction gesehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Mir hat Spaß gemacht. Leipzig Battlemania war on fire. Ich freue mich auf Stuttgart, wenn es dann heißt Flake gegen Virus. Bis dahin, seid lieb zueinander. Mein Name ist Magda und schaut euch die Scheiße an.